Leute, jetzt gibt's Bodyshaming als Thema dieser Folge. Wir als wahre Männer gucken natürlich niemals auf den Körper eines anderen Mannes, weil wir alle stramm hetero sind und deshalb trifft Bodyshaming im deutschen Rap auch in den allermeisten Fällen Rapperinnen. Shirin David sieht so aus, Bad Moms Jay hat dies und das und so weiter. Manchmal trifft es dann aber auch doch männliche Rapper und dann auch oft Manuelsen, weil er halt einen Bauch hat. Anders als ich zum Beispiel, bei mir kommt Brust und dann direkt die Beine. Anyway, Manuelsen hat um seinen Bauch nie jetzt einen wirklichen Hehl gemacht und gab vor gut 2 Jahren sogar bekannt, sich Fett abgesaugt haben zu lassen. Die Witze über ihn hören aber offenbar nicht auf und so haute Manu vor kurzem ein ordentliches Statement raus. Zu einem Video von sich selbst oberkörperfrei am Schattenboxen trainieren, schrieb Manuelsen Bodyshaming. Viele Memes und Videos wurden über meine Figur gemacht. Viele Kommentare wurden über meine Figur gemacht, in der Hoffnung, endlich etwas zu finden, was Manuelsen beschämt oder verunsichert. So ist die Gesellschaft heutzutage. Solange du jemanden auf dein unsicheres Wesen gleich runterziehen kannst, fühlst du dich gut. Aber ich sag euch was. Ich bin 44, ich schlage härter, bewege mich schneller, sehe besser aus, ich habe hübschere Kinder, ein hübscheres Wesen und ein hübscheres Herz als 99% dieser Clowns. Mir ist mittlerweile alles in dieser Szene so egal, dass ich froh bin, wenn ich mit so wenig wie möglich zu tun habe. Ich liebe meinen Charakter, meine Werte und meine Familie. Bleibt immer cool und liebt euch selbst. Dann könnt ihr auch andere lieben. Auf Twitch behandelte er dieses Thema dann noch einmal und sagte, heutzutage, gerade in Zeiten von so Social Media, würden viele Menschen sich über Äußerlichkeiten definieren und viele Menschen, die da dann quasi nicht ins Raster passen würden, würden sich für sich selbst schämen. Manuelsen selbst sei heutzutage raus aus diesem Game und er wisse auch um die ganzen Memes und Witze, aber es sei ihm egal. Und so sei auch das Video beim Boxen entstanden, denn er sei eben im Gym gewesen, es sei heiß gewesen und dann hat er halt einfach oberkörperfrei das Video gemacht. Und wer meinen Bauch sehen will, der kann da hingehen und anfassen kommen. Im weiteren Verlauf ging Manuelsen dann noch auf ein Video von Coach Carter ein, bei welchem dieser sinngemäß sagte, wer dick ist, sei selber schuld und es gab einen Seitenhieb von Bösemann. Aber erstmal kurz. Krafttraining heißt Kraft und Training. Also am besten kräftig sparen beim Einkauf bei SEC Plus mit dem Code RAP10. Das trainiert den Geldbeutel. Manuelsen kommt dann also auf ein Video von Coach Carter zu sprechen, in welchem dieser ungefähr so sagte, wer dick sei, sei halt selber schuld und sagte hierzu, dass es zwar teilweise stimmen würde, aber für ihn zu hart ausgedrückt sei. Denn manche Menschen hätten eben nicht diesen Sportsgeist, seien vielleicht krank oder hätten Schmerzen, auch seelische Schmerzen und würden dann zum Beispiel zu Hause sitzen und sich denken, scheiß drauf, mich liebt eh keiner. Auch diesen Menschen solle es trotz ihres Körpers gut gehen und so sagt Manuelsen, achtet auf euren Körper. Das ist das A und O. Achtet auf euren Körper, achtet auf eure Gesundheit, aber schämt euch auch nicht, wenn ihr nicht der Norm entspricht, die diese Gesellschaft euch versucht aufzudrücken. So. Ganz generell sollten sich die Menschen einfach mehr selbst lieben. Und vielleicht sollten die Menschen auch einfach andere Menschen mehr lieben. Und auch wenn jemand anderes dann dick ist und auch wenn dick sein vielleicht nicht gesund ist, vielleicht kann man es dann trotzdem einfach gut sein lassen. Ich weiß ja nicht. Das ist nur so eine Idee von mir. Wer es auf jeden Fall nicht gut sein lässt und die Stimmung vor dem anstehenden Boxkampf gegen Manuelsen noch einmal weiter anheizt, ist Bösemann in einer neuen Instagram-Story. Auf die Aussage angesprochen, dass Manuelsen Bösemann innerhalb von 2 Runden auf die Bretter schicken wolle, reagiert Bösemann nämlich so. Das soll man lieber ein bisschen Diät machen. Das kommt mit dir. Nun gut. Liebe geht raus an die Patreons. Ich bin weg. Haut rein.